Hallo Leute, seid alle begrüßt. Ich bin's wieder, Giovanni von Regio-Werkzeuge. Herzlich willkommen zu meinem neuen Stream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ein paar kommen noch. Mehr oder weniger heute ein spontanes Thema. Werde ich euch gleich ein paar Sachen zu erzählen. Ich habe mir nur ein paar kleine Stichpunkte gemacht, so wie immer. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Was er dann, hier ist das dann so ein bisschen ein ganz klein wenig wird man auch im Kopf älter. Deshalb habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht. Bin zwar dennoch mit dem Thema recht vertraut, muss ich dazu sagen. Ja, wie gesagt, weil es einfach ein tägliches Geschäft ist. Aber werden wir mal genauer darauf eingehen. Ja, ich denke, ich glaube, ich habe soweit alles. Ja, den Rest machen wir spontan, oder? So machen wir das. So, erstmal oder nochmal hallo. Ja, und genießt meinen Stream. Heute geht es um das Thema Klimaanlage. Ich habe die Woche zwei Kunden gehabt. Ja, es ist immer alle Jahre wieder. Ja, gerade jetzt zur Sommerzeit werden Klimaanlagen immer häufiger gewartet oder öfters gewartet, wenn es immer in Richtung schönen Sommerurlaub geht. Ja, Leute, aber vergesst nicht für uns hier in Deutschland. Ja, bei dem Wetter, was wir haben, brauchen wir, glaube ich, kaum eine Klimaanlage. Wobei das auch nicht ganz richtig ist. Ja, eine Klimaanlage ist auch unheimlich gut, um eure beschlagenen Scheiben freizukriegen. Aber nichtsdestotrotz haben die meisten die Ambition dazu, eine frisch gewartete Klimaanlage zu haben, damit sie in ihrem schönen Sommerurlaub bei 30 Grad dann auch schön einen kühlen Kopf bewahren können. Ich persönlich liebe Klimaanlage. Ja, also ich persönlich mache es auch so, ich habe lieber die Klimaanlage an, bevor ich ein Fenster aufmache. So habe ich zumindest. Also ich bin ein ziemlicher Klimaanlagen-Junkie. Deshalb sehe ich auch immer eine extreme Wichtigkeit in einer funktionierenden und gut gewarteten Klimaanlage. Jeder, der bisher noch nie seine Klimaanlage gewartet hat, macht es mindestens einmal, glaubt mir, und ihr werdet sehen, wie viel Kälte da rauskommen kann, ja, was ihr die ganzen mitunter vielleicht sogar mehreren Jahre verpasst habt. Also, worum es jetzt auf jeden Fall geht. Ich habe die Woche zwei Kunden gehabt, die haben sich im Internet so kleine Kältemittelflaschen geholt und haben sich die Klimaanlage selbst befüllt. Und habe ich mir gedacht, so, hör mal, eine Privatperson kann doch keinen R134a kaufen und sich selbst die Klimaanlage befüllen, ja. Das Kältemittel an sich, dieses R134a, was heutzutage in den meisten Klimaanlagen befüllt ist, ist sehr, sehr, sehr umweltschädlich und darf natürlich auch nicht an die freie Luft und muss immer kontrolliert abgelassen werden. In der Werkstatt zum Beispiel wird auch nicht einfach ein Schlauch gezogen, sondern ein Klimagerät wird angeklemmt und das Kältemittel wird abgelassen. Gehen wir auch genauer gleich drauf ein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ruhig in den Chat hier, ja, und wie gesagt, dann während des laufenden Streams immer fragen, was immer ihr auch wollt, beantworte ich gerne, dafür bin ich hier. Und worum es eigentlich geht, ich kann euch das einfach mal zeigen. Ich habe hier mal da, diese Firma heißt Easy Klima. Ja, ich habe mir, wie gesagt, auch mal ein bisschen die Arbeit gemacht und habe da mal ein wenig was recherchiert, weil ich diese Firma auch vorher persönlich überhaupt nicht kannte. Ja, und da ging es darum, dass mit diesen Flaschen ja die Klimaanlage befüllt wird. Ja, es gibt ja verschiedene Sets, auch für verschiedene Gase. Einmal für dieses R134a oder auch für ältere Anlagen, das sind dann R12-Anlagen. Wobei ich glaube, dass diese Anlagen mitunter so gut wie gar nicht mehr unterwegs sind. Ja, ich würde eher sogar sagen, gar nicht mehr unterwegs. Und wenn es ein Fahrzeug ist, was noch dieses alte Klimaanlagengas hat hier, da sieht man das, R12, ja, dann glaube ich, ist die wahrscheinlich eh leer. Es gab viel Zeiten, ja, da waren R12-Anlagen noch weit verbreitet.
Die wurden aber dann im Laufe der Zeit umgerüstet auf dieses gängige oder heutzutage gängige R134a. Das war auch relativ simpel. Man hat einfach nur die Anschlüsse gewechselt, weil die sahen nämlich etwas anders aus. Ja, und kann ich euch auch gleich zeigen, da habe ich glaube ich irgendwo noch ein Bild von. Und diese Anschlüsse wurden dann halt einfach umgebaut und dann wurde mit diesem Kältegas R134a eine alte R12-Anlage wieder befüllt. Mit den passenden Anschlüssen ging das auch. Ja, und ich habe, wie gesagt, gesehen hier, ich habe das mal recherchiert, ne, dass es da verschiedene Sets gibt. Es gibt einmal nur das eigentliche Kälte oder die Füllung für diese R134-Anlagen oder für die R12-Anlagen. Es gibt aber auch so ein Doppelset, so ein, sag mal, Allrounder-Set, ja, das Rundum-Sorglos-Paket, wo noch so ein Leak-Stop dabei ist. Ja. Der soll Dichtungen geschmeidiger machen, der soll Klimaanlagen mit leichten Undichtigkeiten dann so mit abdichten. So der Plan vom Hersteller. So, jetzt geht es darum, ihr wollt ja wahrscheinlich auch wissen, wie meine eigene Meinung dazu ist, als ich sag mal jetzt wirklich Fachmann, ja, und ich finde, dass das hier wahrscheinlich eine Marktlücke ist, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, die Firma hier, ne, kommt nicht aus Deutschland, das habe ich auch schon recherchiert. Das ist hier Warszawa, Warschau vielleicht, ist auf jeden Fall polnisch, ich weiß nicht, Warszawa ist das, glaube ich, Polen, ist glaube ich Warschau. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ist das ein polnischer Sitz. Ja. Und was ich auch schon recherchiert habe, ist das mittlerweile, dass dieses Kältegas kein reines R134a ist. Und somit würde sich nämlich, wie gesagt, meine Anfangsfrage bestätigen. Wie kommt eine Privatperson an das eigentliche Kältemittel R134a? Selbst Werkstätten können das nur kaufen, wenn sie einen sogenannten Klimaschein haben. Werkstätten dürfen nur an Klimaanlagen arbeiten, sie warten und instand setzen, wenn sie eine Klimaschulung haben. Das ist so ähnlich wie bei einer Abgasuntersuchung. Die darf man auch nur dann machen, wenn man den passenden Lehrgang dazu hat. Gilt aber nur für Werkstätten, Leute. Diesen Klimaschein müssen nur Werkstätten haben, wenn sie im Auftrag an einer Klimaanlage arbeiten. Wenn ihr selber an eurer eigenen Klimaanlage arbeitet, braucht ihr davon gar nichts, weil ist ja euer Ding. Ja. Und wie gesagt, dieses Easy Klima, ja, besteht, wie gesagt, das, was der Kunde auch hatte, aus diesen zwei Flaschen hier mit so einem Leak Stop und diesem Kältemittelgas. Wie das ganz genau funktioniert, habe ich mir vom Kunden mal erklären lassen. Im Übrigen, kleiner Spoiler, die Klimaanlage hat dann trotzdem nicht funktioniert und ich musste trotzdem eine vernünftige Wartung machen. Es war zwar kein Defekt an der Klimaanlage, aber sie hat trotzdem nicht funktioniert. Ist aber, wie gesagt, gleich ganz schnell erklärt. Ja, auf jeden Fall kann man diese Kältegasflaschen hier kaufen. Ja, und diese Kältegasflaschen sollen dann der Originalbefüllung entsprechen. Welche Flasche ihr braucht, ist relativ leicht zu klären. Ja, bei euren Autos ist meistens R134a verbaut, bis zu einem gewissen Baujahr. Ja, das Baujahr, das ist auch fest vorgegeben. Ich zeige euch das einfach mal. Wartet mal kurz. Ich werde euch mal eben was zeigen hier. B -b -b -b. So, guck mal hier. Da habe ich nämlich was. So, guck mal hier. Bei einer Kältegasanlage, ja, sieht es so aus. Es gibt ja insgesamt aktuell drei verschiedene Gase. Das heißt eigentlich aktuell nur zwei verschiedene Gase. Ganz, ganz früher gab es dieses R12. Das wurde dann abgewechselt. Naja, abgewechselt, sag mal, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, Leute. Wurde dann ausgetauscht von R134a und jetzt aktuell wird auch dieses Gas wieder abgelöst von dem R1234YF. Ich nenne das immer nur Y1234, aber ich weiß auch nicht, das habe ich jetzt die ganze Zeit bei der Recherche, habe ich das nämlich gemerkt. Ja, dass das hier, sieht man das, ja, die ganze Zeit ja immer R1234YF heißt. Ich habe es einfach nur Y1234 genannt. Aber wie gesagt, das ist das Kürzel, das ist das absolut aktuelle Gas. Ja, ab wann das verbaut werden musste, war bei einer Typengenehmigung ab 2011.
Jetzt wisst ihr natürlich nicht immer unbedingt, welche Typengenehmigung ist. Mein Auto ist jetzt Baujahr 2013. Hattet ihr das schon oder hattet ihr das nicht? Beispiel mein BMW, mein 5er BMW Touring, den kennt der eine und andere wahrscheinlich, der schwarze BMW, der ist Baujahr 2000, ich glaube 13. Ich weiß nicht mal, wenn mein eigenes Auto gebaut ist. Ich glaube 2013, ja. Und nee, 2012, genau. Und das Auto selber hat eine R134a-Anlage. Jetzt seht ihr, hier steht aber zum Beispiel aber eine Typengenehmigung von 2011. Wenn ein Auto Erstzulassung 2012 ist, aber Typengenehmigung 2011 ist, müsste er theoretisch ja das 1, 2, 3, 4 Gas drin haben. Hat aber nicht. Die Typengenehmigung ist älter als 2011, obwohl das Auto 2012 zugelassen war. Die Typengenehmigung sagt nichts über die Erstzulassung aus. Die kann auch schon mal viele Jahre zurück sein. Wenn man berücksichtigt, ein Auto kriegt eine Typengenehmigung, sobald es einmal die Straße berühren könnte. Sagen wir es mal so. Ja, das Auto muss ja erst viele, viele Jahre, bevor es überhaupt erst zugelassen wird, getestet werden, auf der Straße gefahren werden. Da kennen wir diese Autos noch gar nicht. Da sind die aber schon zugelassen. Ja, und haben schon eine Typengenehmigung. Und das gilt in diesem Fall. Später war das aber so, dass bei Neuzulassungen ab 2017 kein anderes Gas mehr verbaut worden durfte. Ja, da haben sich viele Hersteller auch gegen gesträubt, ja, weil ihr kennt dieses neue Gas, dieses Killergas, ja, und dieses Killergas, ja, man hat so viel Propaganda gesehen. Leute, das ist nicht so schlimm, wirklich nicht. Ja, es ist wirklich nicht so schlimm. Unter Idealbedingungen fängt jedes Gas an, explosiv zu werden oder auch brennbar zu werden. Ich weiß, dass bei dem 1, 2, 3, 4 auch noch sowas wie Folsäure austritt. Ist jetzt nicht gerade ungefährlich, muss man dazu sagen. Wenn man schon hört, ist Säure, ist natürlich niemals ungefährlich. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten so eine Angst macht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, bei neueren Fahrzeugen ist das der Fall, das ist verbaut. Jetzt wieder zurück zu diesem Easy-Klima. Ja. Dieses Easy-Klima selber hier halte ich persönlich von der Praxis her, von der Funktion einer Klimaanlage, sage ich ganz offen und ehrlich, auch wenn ich das jetzt spoiler, überhaupt nichts. Leute, wirklich überhaupt nichts. Eine vernünftig gewartete Klimaanlage, ja, also jeder, der jetzt vorhatte, sich das hier zu kaufen, spart euch das Geld. Weil die Ersparnis zu einer vernünftigen Klimawartung, ja, ist gänzlich kaum spürbar. Denn den Schaden, den man eventuell damit verursachen könnte, und das ist auch wirklich so, egal was hier vielleicht der Hersteller sagt, ja, den Schaden, den ihr damit verursachen könntet, der dann wahrscheinlich auf euch als Benutzer zurückgespielt wird, ja, aufgrund von Bedienerfehler, ist um ein Vielfaches höher. Allein nur ein Kompressor muss kaputt gehen, ja, der nicht vernünftig geschmiert worden ist, weil hier, wie gesagt, halt nicht mit der richtigen Menge zum Beispiel gearbeitet worden ist. Den dürft ihr selber zahlen, Leute. Ja, und ein Kompressor kostet ein bisschen mehr, als wie man hier sieht. Ja, kann ich nicht anklicken. 35,99 € für die Pulle. Ja, weil wenn man so sieht, hier steht auch dick und fett. Da kann man nichts anklicken hier. Befülle deine Kfz-Klimaanlage für nur 35,99 €. Ja, das ist ein guter Preis, oder? Finde ich auch, wenn der Preis auch wirklich legitim wäre und auch wirklich sicher wäre. Ist er aber nicht. Ja, weil eine richtige Klimaanlagenwartung ist auch nicht sehr viel teurer. Und damit meine ich eine richtige Klimaanlagenwartung mit dem richtigen Klimagerät, mit einem richtigen Kältegas in der richtigen Menge, in der richtigen Dosierung, mit dem Öl im Verhältnis. Das sind alles Faktoren, die die Rolle spielen. Gehen wir gleich auf jeden Fall noch genauer darauf ein. Ja, und diese 35,99 € ist ein günstiger Preis im Verhältnis zu einer Klimawartung, aber auch nicht so viel mehr. Ja, weil die Klimawartung in einer Werkstatt, und da kann man auch wirklich das über Gesamtdeutschland sagen, ja, das beläuft sich so, ich sag mal, im günstigsten Fall, wenn wirklich jemand einen absoluten Preiskracher raushaut, so um die 50 €. Ja, und bei einer Klimaanlagenwartung bis, ich sage mal so, was noch realistisch ist, es gibt immer welche, die explodieren überhaupt mit den Preisen, so um die 100 €. Also rechnet mit 50 bis
100 Euro, da habt ihr eine vernünftige Klimaanlagenwartung. Wohlgemerkt, aber bei einer Klimaanlage, die nicht leer ist. Eine leere Klimaanlage darf ohne geprüft zu werden nicht befüllt werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil, wie gesagt, das Kältemittel darf nicht an die offene Luft, weil es sehr, 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 sehr umweltschädlich ist. Und deshalb bekommt das zum Beispiel auch nicht jeder. Werkstätten brauchen einen Klimaschein, damit sie das überhaupt machen dürfen. Aber jetzt erstmal zu der Funktion. Wie funktioniert hier eigentlich das da? Ja? Wie gesagt, da habe ich zum Beispiel zwei Videos rausgesucht hier. Ja? Diese zwei Videos, wir gucken uns einfach mal das erste von der Handhabung an. Und da werdet ihr auch sehen, dass da zum Teil totaler Blödsinn dabei ist. Wirklich, totaler Blödsinn. Und da werden wir gleich genauer drauf eingehen. So, Ton haben wir. Dann hört euch das einfach mal an. So, was wir benötigen, das scheint anscheinend alles in einem Set zu sein. Ja, wie gesagt, wir haben hier die Anschlüsse, das Kältegas, Gebrauchsanweisung und die empfehlen aber noch, was wahrscheinlich nicht in dem Verpackungs- oder im Lieferumfang drin ist, Einweghandschuhe und eine Schutzbrille. Würde ich auch empfehlen, gerade bei Kältegas. Wenn das austritt, wird sehr viel Kälte freigegeben und diese Kälte, ja, kann euch extrem verbrennen. Also eine Kälteverbrennung. Ganz, ganz wichtig. Und Schutzbrille sowieso. Ihr habt nur ein paar Augen. Wenn noch jemand zwei Augen hat, ist das sogar noch viel mehr wert. Na, lädt das hier. Es geht noch nicht lang, das Video. Ist gar nicht heute hier. Warum der da so viele Knöpfe da einschaltet oder sowas, ne? Da habe ich auch mich letztes Mal gefragt, warum macht er das? Ja, Klimaanlage einschalten, kann ich nachvollziehen. Auf maximale Stufe, maximale Kälte, kann ich auch nachvollziehen. Aber zum Beispiel Innenumluft, muss jetzt vielleicht nicht so sein. Sag mal, wenn es sehr, sehr warm draußen ist oder sehr viel Hitze draußen ist, kann ich das auch noch nachvollziehen. Aber warum er dann hier auch immer alle Düsen anmacht, ne? Ich persönlich mache zum Beispiel jetzt nur die Mitteldüse an, einfach nur, weil dann die Luft etwas geballter ankommt und genau in der Höhe ist, wo ich einfach mal eben kurz hier so Brusthöhe meine Hand gegenhalten kann oder vielleicht sogar ein Thermometer reinstecken kann, um die Düsenaustrittstemperatur, so nennt sich das, einmal festzuhalten. Ja, ist auch wichtig für eine Diagnose, ob eine Klimaanlage funktioniert oder nicht. Hier sehe ich sogar zum Beispiel, ja, hier sieht man es, da steht Deckel von Tiefdruckventil entfernen. Es nennt sich Niederdruck. Ja, der Leberkas schreibt Servus, Grüße aus Bayern. Ja, hallo, hallo. Ja, ab wann ist eine Anlage als leer zu werten? Eine Anlage ist einmal immer dann leer, wenn nichts mehr drin ist, also wirklich gar kein Druck mehr drin ist. Aber bei einer Leeranlage sieht es oftmals so aus, dass Werkstätten sich darüber entscheiden, eine Leeranlage, wenn, wie gesagt, wirklich der Mindestdruck bei einer Klimaanlage unter dem normalen Leerdruck ist. Ja, der Leerdruck, wenn ich eine Klimaanlage befüllt habe, die nicht eingeschaltet ist, liegt im Normalfall so bei 4 Bar, 5 Bar. Das ist aber temperaturabhängig. Bleib auf jeden Fall dran, das zeige ich dir jetzt gleich ganz genau, weil wir gucken uns gleich einmal eine Armatur an von einem Klimagerät. Und auf diesem Klimagerät sieht man zum Beispiel, wie viel Temperatur der Druck sein muss. Bei wie viel Grad Temperatur, Außentemperatur oder Zimmertemperatur, je nachdem, wenn ihr natürlich in der Werkstatt seid. Da können wir gleich drauf eingehen, ja. Aber eine Leeranlage, wie gesagt, ist halt immer so, dass wenn ich eine Klimaanlage sehr viel Gas zufügen muss, damit sie überhaupt ihr seinen Füllstand hat. Weil der Füllstand ist nämlich das A und O für eine funktionierende, gut funktionierende und somit natürlich auch vernünftig kühlende Klimaanlage. Ja, weil zum Beispiel ist auch hier ein Punkt drin, ja, den ich zum Beispiel persönlich
als massiven Fehler sehe, aber wirklich ganz, ganz massiven Fehler bei diesem Kältegas hier, weil hier mit einer Einheit gearbeitet wird, die bei der Klimawartung nur sekundär beachtet wird, gerade bei der Befüllung, damit ich entscheiden kann, wie viel Kältemittel muss überhaupt in so eine Klimaanlage. Gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Leeranlage, wie gesagt, ist immer dann, wenn der Leerdruck, der liegt immer so bei 4 bar, 5 bar, leicht abhängig von der Temperatur, ja, dann weit unterschritten ist. Also zum Beispiel habt ihr einen normalen Systemdruck bei nicht eingeschalteter Klimaanlage von nur 1 bar, 2 bar, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Klimaanlage nichts mehr da drin hat und als Leeranlage gilt. Aber dann muss immer geprüft werden. Klimaanlagen, die eine vermeintliche, ich sag vermeintliche, ja, Undichtigkeit aufweisen, müssen immer erst geprüft sein. Ich persönlich würde vielleicht einmal kurz mit einem Lecksuch-Schnüffler dran gehen. Es gibt welche, die reagieren auch auf das R134a oder mit einer UV-Lampe. Wobei ich sagen muss, habe ich eine Klimaanlage, wo noch ein bisschen Druck drauf ist, ja, dann reicht oftmals auch einfach nur hören, ob da eventuell was zischt oder nicht. Eine zu geringer Systemdruck heißt aber auch nicht immer, dass sie undicht ist. Können wir gleich eben drauf eingehen, wenn das Video mal eben kurz zu Ende ist. Hier, das Tiefdruckventil, was eigentlich Niederdruckventil heißt, befindet sich üblicherweise zwischen dem Klimakompressor und der Fahrgastzelle. Fahrgastzelle? Verstehe ich gar nicht. Ja, ist egal. Siehe auch Klimaschema. Ach so, ja, auf der Internetseite haben die so ein kleines Schema. Ich habe aber ein besseres Schema rausgesucht, um euch gleich auch die Funktion einer Klimaanlage und den ganz groben Aufbau einer Klimaanlage zu erklären. So, hier. Verdammt nochmal, so. Jetzt fangen die auch schon mal an, dieses Easy Gas da, ja, einzusetzen, dieses Easy Klimagas, ja, und zeigen dann die Handhabung von diesem Kältegas mit der Pulle und dem beigelieferten Schlauch. Also alles, was in diesem Set drin ist. Regt mich das auf, hier, so. Hier wird das immer über den Niederdruckanschluss gemacht. Jetzt in diesem Fall, ja, wie gesagt, ist auch nicht schlimm. Auch andere Klimageräte befüllen die Klimaanlage über den Niederdruckanschluss. Hat was mit dem Aggregatzustand in diesem Fall, wenn da noch was drin wäre, zu tun, ja. Nichtsdestotrotz sieht das so aus, dass die Niederdruckanschluss und der Hochdruckanschluss auf jeden Fall nicht verwechselt werden können. Die haben verschiedene Größen, die haben verschiedene Durchmesser, also der Anschluss wird auf den Hochdruckanschluss überhaupt gar nicht passen. Lieber K. schreibt, heißt es dann nicht, wenn ich mehr als 50% füllen muss, die Gasmenge muss auf Undichtigkeit geprüft werden, wenn ich mich nicht irre. So, ich glaube, da gibt es so eigentlich gar keine genaue Richtlinie, 50%. Ich würde persönlich sagen, dass eine Klimaanlage, wo noch die Hälfte drin ist, in den meisten Fällen sogar auch noch ganz ordnungsgemäß funktioniert. Zwar nicht mehr so gut kühlt, aber sie schaltet noch ein und sie kühlt etwas. Ja, ihr werdet das wahrscheinlich dann mit einer 50-prozentigen Füllung merken, wenn ihr entweder eine sehr, sehr große Klimaanlage habt, so VW-Bus zum Beispiel, der hat sogar zum Teil zwei Verdampfer. Ja, da merkt ihr das zum Beispiel. Oder, wie gesagt, bei der Befüllung würde ich bei 50%, da ist sogar noch normaler Systemdruck vorhanden, würde ich noch nicht mal von der Undichtigkeit ausgehen. Eine vollkommen intakte Klimaanlage verliert auch schon mal Kältemittel und das bis zu 15% pro Jahr. Ja, das ist bei Klimaanlagen vollkommen normal. Ja, deshalb würde ich da sagen, ist noch keine Leeranlage. Nein. Und da zum Beispiel, ne, da fing das schon mal ein bisschen an. Erstens die Einheit PSI. Wir sind ja nicht in Amerika, wir sind ja in Deutschland, in Europa, ja, und jeder Lehrgang, den ich bisher besucht habe mit der Klimaanlage selber, der damit zu tun hatte, ich habe mehrere gehabt. Ich habe Klimaspülung, Klimawartung, Klimadiagnose.
zum Beispiel. Ja, und da wird niemals auf keinem Klimagerät mit PSI gemessen, was schon mal ein Negativpunkt ist. Ist aber nichtsdestotrotz auch umrechenbar. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Kriterium, ja. Aber hier ist da bei diesem Werkzeug, nein, bei diesem Set ist es maßgeblich der Druck, der entscheidet, ob genug drin ist oder nicht. Und das ist, Leute, ein massiver Fehler. Ja, diese Anzeige in Druck ist vollkommen wertlos. Für eine Klimaanlage ist die Einheit nicht Druck, sondern Menge, Masse. Das bedeutet in dem Fall Gramm. Die richtige Einheit, die Füllmenge bei einer Klimaanlage ist immer Gramm und nicht Bar, nicht PSI und was auch immer. Immer nur Gramm. Das ist die richtige Einheit. Ja, und somit kann man auch nur feststellen, ob eine Klimaanlage voll oder leer ist. Nicht anhand des Druckes. Der Druck ist schon mal damit verbunden. Aber der Systemdruck zum Beispiel kann vollkommen identisch sein mit einer Klimaanlage mit 100 Gramm zu wenig oder auch mit dem richtigen Fülldruck. Der Druck bleibt dennoch identisch. Musik im Hintergrund ist schrecklich. So, jetzt wird das Ding miteinander verbunden. Fertig. Ja, fertig, sagt er. Ja, fertig mit den Nerven nach so einer Klimaanlagenwartung hier. Wie gesagt, Leute, das ist nicht richtig. Ja, wie gesagt, eine Klimaanlagenwartung sieht nicht so aus. Ich habe auch noch ein zweites Video, was ein bisschen was vernünftiger gewesen ist. Ja, hier mit dem Easy Klima von der Handhabung her. Das zeige ich euch gleich lieber mal. Und eine richtige Klimaanlagenwartung, Leute, sieht nämlich so aus. Ich zeige euch das mal hier. Da. Ja, ihr habt, so, hier, so ein bisschen größer, so, Leute, hier, so sieht eine richtige Klimaanlagenwartung aus, ja, ihr habt ein Klimagerät, in diesem Gerät selber ist das Kältegas, in dem Normalfall R134A oder auch dieses 1234 Gas, ich nenne es jetzt einfach mal 1234 Gas, das heißt nämlich sonst immer R1234YF, aber so eine lange Kürzelreihe müssen wir jetzt nicht sagen. Ihr habt einmal den Hochdruckanschluss, ihr habt den Niederdruckanschluss. Ja. Klimaanlagen lassen sich auch über einen einzigen Anschluss befüllen. Ja. Das geht auch, das lässt sich oftmals zum Beispiel mit diesem Gerät, hier arbeite ich zum Beispiel selber auch. Das ist ein sehr, sehr gutes Gerät von Waeco. Ich finde, die Handhabung ist gut. Ja. Und diese Manometer dienen auch unheimlich gut zur Diagnose. Ja. Das Klimagerät wird halt angeschlossen. Und somit eine vernünftige Klimaanlagenwartung gemacht. In diesem Gerät ist zum Beispiel auch vorgehalten oder festgehalten, dass man, wie hoch die Drücke sind und vor allen Dingen auch die Menge. Bei den Drücken kann ich euch mal das Manometer hier oben zeigen. Da, genau. So, und jetzt, wie gesagt, lieber Kars, jetzt kommen wir nämlich dazu, was ich meinte, indem wir sagen, wie hoch ist denn der Systemdruck? Ja, ab wann man entscheidet, wann eine Klimaanlage leer ist oder auch nicht. So, hier. Wir haben hier eine Anzeige. Ich mache mal eben kurz mein Bild hier weg. So, wir haben hier eine Anzeige. Diese Anzeige hier ist die Niederdruckanzeige, die linke blaue Anzeige. Und die rechte Anzeige ist die rote Anzeige. Das ist die Hochdruckanlage. Jetzt gibt es hier drauf, diese Anzeige hat zwei wichtige Daten. Wir sehen einmal hier zum Beispiel in Bar und das ist diese blaue Anzeige hier, die einmal ringsrum geht. Das ist der Bardruck, ja, also der Druck in Bar. PSI ist zwar außenrum, das ist für uns aber uninteressant. Wie gesagt, Drücke, die wir haben, die gehen eigentlich immer auf Bar. Dann haben wir eine ganz, ganz wichtige Anzeige, ne? Ist diese mittlere Anzeige hier. Ja, das ist nämlich Grad Celsius. Ja, und so, diese Grad Celsius Anzeige hier
ja, ist immer eingehend mit dem Druck. Das würde jetzt bedeuten zum Beispiel, wie gehen wir davon aus, ich habe jetzt 20 Grad Raumtemperatur oder ein bisschen kälter, sagen wir mal 18 Grad. Dann bin ich ziemlich genau hier bei so um die 4, 4,2 Bar. Ist es im Sommer, kann der Systemdruck bei nicht eingeschalteter Klimaanlage auch schon mal, ich sag mal 30 Grad, ja, dann sind wir schon mal bei 6, 7 Bar. Jetzt zu deiner Frage, ab wann ist eine Klimaanlage denn leer? Eine Klimaanlage ist für mich leer zum Beispiel, ja, wenn ich sehr viel an Menge hinzugeben muss, dann ist es aber oftmals nur eine Preisgestaltung. Ja. Eine genaue Definition, ab wann eine Klimaanlage leer ist, ist glaube ich nur, das Ding ist 0 Bar, da ist nichts mehr drin. 0 Gramm, 0 Bar ist leer. Ich glaube, das ist die einzige Definition, die es gibt. Alles andere, ja, was unter den normalen Systemdruck geht, das würde in dem Fall jetzt zum Beispiel bedeuten, wir gehen jetzt mal von einer Außentemperatur von 20 Grad aus, ja, dann wären wir bei, ich sag mal, 4,3, 4,4 Bar. Ja. Jetzt wisst ihr, wir haben eine Außentemperatur von 20 Grad. Man muss dazu aber auch berücksichtigen, das wird wahrscheinlich etwas höher sein. Wenn ihr euch in der Werkstatt 20 Grad habt, habt ihr auch noch Strahlungswärme vom Motor. Ihr habt, je nachdem, wo die Leitungen hergehen, auch noch Strahlungswärme vom Auspuff und ähnliches. Ne? Dann habt ihr es im Motorraum natürlich keine 20 Grad, sondern vielleicht auch schon mal 25, 30 Grad. Also habt ihr einen Systemdruck so zwischen, ich sag mal, zwischen 4 und 6 Bar. Das ist der normale Systemdruck bei einer vollen Klimaanlage. Jetzt über die Jahre hinweg hat die Klimaanlage ja ein wenig was an Kältemittel verloren, ja, was vollkommen normal ist. Man spricht davon Diffusion, so nennt sich das, schweres Wort, Diffusion. Das ist dasselbe Prinzip wie zum Beispiel bei euren Autoreifen. Ja, ihr habt kein Loch im Reifen, ihr habt keine Schraube im Reifen, aber nichtsdestotrotz verliert der Luftdruck. Ja, es geht einfach durch das Gummigefüge, geht das Gas, sprich in dem Fall Sauerstoff oder Luft, Sauerstoff ist es ja nicht, Luft, durch das Material Gummi. Genauso ist es auch bei der Klimaanlage. Viele Leitungen sind aus Metall, da geht das nicht, aber viele Teile der Leitungen sind dadurch, dass sie beweglich sein müssten, ja, weil der Motor kippt ja auch, der neigt ja, müssen aus Gummi sein. Diese Klimaanlagenleitungen, die aus Gummi sind, wie Gummidichtringe oder auch Gummileitungen, dadurch diffundiert das Kältegas an die Öffentlichkeit und somit haben wir immer einen ganz leicht schleichenden Verlust von bis zu 15% pro Jahr. Hat man in etwa aber diese magische Grenze, das ist je nachdem bei Klimaanlage mal mehr oder weniger, von ca. 50% erreicht, meist erst ab 50% passiert das, dann löst normalerweise der Druckschalter in der Klimaanlage aus und die Klimaanlage schaltet automatisch ab. Also ist die Klimaanlage wirklich unter dem eigentlichen Druck, ja, dann schaltet die Klimaanlage ab, um den Klimakompressor zu schonen, ja, weil ein Klimakompressor, der trocken ist, sollte nicht eingeschaltet werden. Ja, da, wie gesagt, ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt müsst ihr euch aber auch vorstellen, dass die Temperatur aber auch bei Druckerzeugung ist, nicht nur bei einer ausgeschalteten Klimaanlage, ja, und zum Beispiel der normale Systemdruck bei einer Klimaanlage ist bei funktionierender Klimaanlage, das ist eigentlich eine eingeschaltete Klimaanlage. Wenn man jetzt den Druck hier sieht, der hier, ja, der ist jetzt ein bisschen noch gering, muss ich sagen. Ja, war wahrscheinlich ein recht kalter Tag hier. Immer so zwischen, ich sag mal so 10, 12 Bar, das ist eine vollkommen intakte Klimaanlage im Sommer. Ja, und so um die 2 Bar, ja, ist man bei einer Klimaanlage beim Niederdruckbereich. Jetzt müsst ihr aber mal so sehen, beim Niederdruckbereich, ja, sind wir bei 2 Bar, bei gut 0 Grad Celsius. Bei der Hochdruckseite sind wir bei um die 10, 12 Bar, sind wir jetzt schon bei um die, ich sag mal, 45, 50 Grad. Wenn ihr die Klimaanlagenleitung berührt, Niederdruck und Hochdruck, dann werdet ihr diese Temperatur, genau diese Temperatur, bei eingeschalteter Klimaanlage, werdet ihr fühlen. Und das zum Beispiel ist gerade für die Diagnostiker unter uns, ja, ein richtig guter Trick, um festzustellen, ob eure Klimaanlage überhaupt läuft. Fasst einmal die Hochdruckleiter an, fasst einmal die Niederdruckseite an und ihr werdet merken, dass es da einen wirklich massiven Temperaturunterschied gibt.
Ihr habt bei der Einleitung sogar zum Teil Kondenswasser da drauf, dass ihr seht, dass die kalt ist. Da braucht ihr natürlich nicht mehr fassen. Und bei der Leitung, die dann über 50 Grad mitunter hat, da würde ich euch empfehlen, vielleicht nicht einfach unvorbereitet dran zu fassen. Ja? Man kann sich auch schon mit 50, 60 Grad locker verbrennen. Ja? Also, wie gesagt, das ist zum Beispiel ein Indiz dafür, ob eine Klimaanlage funktioniert. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man bei der Klimaanlagendiagnose auf jeden Fall einmal festhält, was bei der Klimaanlage, ob man feststellen kann, ab wann sie funktioniert. Weil so ein Druckmanometer, das ist recht leicht, so ein Druckmanometer lässt sich mal eben schnell ablesen. 10, 12 Bar, 2, 2,5 Bar, ja, und man weiß ganz genau, ja, immer, ja, ist gut, passt, ja. Bei einer wenn ich diese Druckmanometer aber jetzt zum Beispiel nicht habe, ich kann sie mal eben kurz einschalten, entweder an der Autodüsen-Austrittstemperatur kann ich messen oder ich messe einfach oder ich fühle einfach die Leitungen. Niederdruck-Hochdruckleitung, ja, die Metallleitung irgendwo im Innenraum, im Motorraum und dann weiß ich schon, ob die kalt oder warm sind und ist die sehr, sehr kalt, funktioniert die Klimaanlage. Von der Funktion her der Klimaanlage, wenn ihr die Tage schon eine auseinandergenommen hast, Leo Akas, ja, dann wirst du jetzt wahrscheinlich das hier, würde dich jetzt interessieren. Von der Bauart her, für diejenigen, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, sie ist eine Klimaanlage eigentlich ganz simpel aufgebaut. So. So kann man das besser sehen, ne? Ach, warte, ich kann es gar nicht wegmachen hier. Super, super. Also, von der Klimaanlage selber her ist es recht einfach aufgebaut, ja. Ihr habt hier das Bauteil Klimakompressor. Wir haben den sogenannten Kondensator, das ist der, der sich hinter der Stoßstange befindet, sieht aus wie ein stinknormaler Kühler. Den Lüfter, der auch hinter der Stoßstange ist, direkt davor meist. Dann haben wir hier einmal unseren Filtertrockner. In dem Bauteil jetzt hier auf der Zeichnung sind nochmal zwei andere Sachen fest verbaut. Entschuldige, da ist einmal hier ein Druckschalter, der auch wichtig ist, und einmal der Hochdruckanschluss. Ja, steht auch, glaube ich, so irgendwo hier Hochdruck, ja, Hochdruck-Service-Anschluss. Ja, dann haben wir hier, geht es dann hoch zu unserem Expansionsventil. Es gibt auch Fahrzeuge, die haben etwas anderes, das nennt sich dann Drossel. Das kommt aber relativ selten vor, muss ich sagen. Aber das Prinzip ist ähnlich. Ja, und wir haben dann halt hier unseren sogenannten Verdampfer. Ja, das ist das Teil, was sich im Armaturenbrett befindet. So, zu der Funktion. Wir haben hier überall Kältegas drin. Ja, der Klimakompressor hier erzeugt sehr viel Druck. Bei dem Druck entsteht sehr viel Wärme. Das ist, wie gesagt, unsere Hochdruckleitung. Ja, und diese Hochdruckleitung hat, wie gesagt, auch schön signalisiert mit der roten Farbe. Ja, sehr viel Wärme. Diese Wärme selber muss aber schnell runtergekühlt werden. In dem Fall mit dem Lüfter oder man fährt einfach. Der Fahrtwind würde auch schon ausreichen. Ja, in den meisten Fällen läuft der Lüfter bei einer eingeschalteten Klimaanlage aber fast immer. Ja, den Kondensator ist zum Beispiel auch, ich sage ehrlich, Platz 1 bei Defekten an der Klimaanlage ist der Kondensator. Wenn ihr eine Klimaanlage habt, die nicht funktioniert, guckt am besten einmal kurz irgendwo mit einer Taschenlampe am besten zwischen die Kühlrippen, ja, und wie die aussehen. Sind die sehr dreckig? Sind die kaputt? Sind die zerfleddert? Dann ist das oftmals schon ein Indiz, warum eure Klimaanlage nicht so gut funktioniert. Die Teile werden als erstes undicht, weil die einfach ungeschützt hinter der Stoßstange sind und sehr viel Stein, Schlag und ähnliches abbekommen. Ist das Erste, was kaputt geht. Dann geht es, wie gesagt, zu dem sogenannten Filtertrockner. Ja, dieser Filtertrockner filtert Feuchtigkeit heraus und wichtig dabei ist auch, der zieht dem Kältegas die Feuchtigkeit ab, ja, oder entzieht der die Feuchtigkeit, damit die Klimaanlage auch, ich sag mal, etwas vereinfacht ordnungsgemäß funktioniert. Der Druckschalter ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Bauteil, Leute. Der Druckschalter ist dafür da, dass die Klimaanlage weiß, ist da Kältemittel jetzt drin oder nicht. Ist kein Druck vorhanden, ist kein Kältemittel drin, die Klimaanlage schaltet nicht ein. Weil der Klimakompressor braucht das Kältemittel, ja, um überhaupt ordnungsgemäß zu funktionieren. Weil das Kältemittel an sich ist auch automatisch der Transporteur des Klimaanlagenöls. Ihr wisst selber, wie bei eurem Motor, ohne Öl, kaputt. Ganz simpel. Ja? Und bei zu wenig Kältegas, auch auf Dauer, zu wenig Öl, Motor kaputt. In dem Fall Klimakompressor kaputt. Ja?
Das Expansionsventil ist ein wichtiges Bauteil der Klimaanlage, weil ihr seht zum Beispiel hier steht auch gasförmig und flüssig. Bei dem Kompressor selber ist das Gas noch, ist das Kältegas ist auch wirklich gasförmig, wird dann hier wie gesagt runtergekühlt, wird dann hier in flüssiger Variante dem Expansionsventil hinzugefügt und jetzt wie gesagt kommt das Entscheidende. Bei dem Expansionsventil wechseln wir den sogenannten Aggregatzustand vom gasförmigen ins flüssige. Dabei wird sehr viel Kälte abgelassen und diese Kälte machen wir uns im sogenannten Verdampfer zunutze, indem wir dann noch einen Lüfter hinten dran machen und es wird kalt. Ganz simples Prinzip. Danach wird das Gas wieder durch das Expansionsventil vom Anschluss her, aber hier wird jetzt nichts mehr geändert, ja, wieder der Klimakompressor hinzugefügt, ja, und dann, wie gesagt, hat man den Kreislauf geschlossen und das beginnt die ganze Zeit immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Ja. Die Kälte, die wir halt hier haben, ist das, was wir merken, wenn die Klimaanlage gut funktioniert. Das gesamte System kann aber nur dann funktionieren, ja, wenn die Klimaanlage ordnungsgemäß gefüllt ist. Ja, bei diesem anderen Kältegas, wir könnten uns jetzt theoretisch, ich schaue mal eben ganz kurz, da haben wir auch, ja. Hier habe ich zum Beispiel nochmal den Unterschied zwischen der R134-Anlage und einer uralten R12-Anlage. Die neue Klimaanlage, diese 1234, hat auch nochmal einen anderen Anschluss. Also wenn ihr eine Klimaanlage habt, die einen Y1234, ich sehe sie auch immer so, also R1234 Anlage ist, wird auch dieser Anschluss hier nicht passen. Das werdet ihr merken. Ihr holt euer anderes Gerät, was für diese Klimaanlage hier vorhanden ist, ja, oder notwendig ist und ihr werdet diese Klimaanlage nicht warten können. Ja, das wird so nicht funktionieren, weil die Anschlüsse auch anders sind. Ja. So. Ja, weil die Anschlüsse auf jeden Fall unterschiedlich sind, wird das da nicht funktionieren. Eine Klimaanlagenwartung in diesem Y1234 ist auch um einiges teurer. Ja, und woran ihr erkennt, habe ich zum Beispiel noch mal hier, habe ich noch was gefunden, guck mal hier. Woran ihr das erkennt, ist zum Beispiel dieses Typenschild. Hier sind ganz, ganz, ganz wichtige Informationen, Leute. Wenn ihr nicht sicher seid, was für eine Klimaanlage ihr habt, ob ihr auch vielleicht die richtige Wartung bezahlt habt, ja, weil diese Anlage hier, ja, diese 1234, kostet um einiges mehr aufgrund dessen, dass die Geräte noch relativ neu angeschafft worden sind. Deshalb sind die auch etwas seltener und somit auch automatisch etwas teurer. Und vor allen Dingen, das Kältegas kostet aktuell noch auch sehr, sehr viel mehr. Ja, die Preise normalisieren sich mittlerweile wieder so, in etwa pendeln sich wieder vernünftig ein. Und nein, Corona hatte nichts damit zu tun, ja, sondern es gab eine sogenannte F-Gase-Verordnung. Ja, das war eine Verordnung, ich möchte da nicht so sehr ins Detail eingehen, weil das wirklich sehr, sehr, sehr trocken ist. Ist ja hier wie Matheunterricht sonst. Diese Gase sind ja sehr umweltschädlich, haben ein sehr großes Erderwärmungspotenzial und dieses Erderwärmungspotenzial ist bei diesem 1234 Gas etwas weniger als bei dem 134A Gas, um einiges weniger und deshalb hat man dieses R134A künstlich verknappt, indem man es einfach sauteuer gemacht hat und man durfte nicht so viel einführen. Ganz simpel gesagt, ja, man durfte nicht so viel davon kaufen und diejenigen, die es dann kaufen wollten, die mussten halt teuer Preis dafür bezahlen, ja, ganz viel Geld. Also einmal könnt ihr erkennen, dass dieses Typenschild, das muss nicht jetzt genauso aussehen, das kann je nachdem bei welchem Hersteller auch etwas anders aussehen, aber grundlegend stehen immer dieselben und wichtigen Daten da drauf. Einmal, welches Kältegas ihr habt, ist wichtig für euch, damit ihr wisst, welches Gerät muss ich anschließen, welches Gas kommt da rein, ja. Weil diese beiden Gase selber sind nicht miteinander kombinierbar. Das ist auch wichtig. Ja, die Kältegasanlagen von R134A kann ich jetzt nicht wählen, ob ich sie befülle oder nicht, weil die Anschlüsse eh nicht passen würden. Ja,
die sind, wie gesagt, unterschiedlich. Ganz leicht von den Durchmessern her, ganz leicht von den Abstufungen her, wo die Kupplung einrastet. Werdet ihr aber auf jeden Fall merken, das kann man nicht verwechseln. Und einmal die Füllmenge. Das ist jetzt Zufall, dass das hier dieselbe Füllmenge ist. Muss es aber nicht. Nimmt das nicht als Maß. Ja? In diesem Fall zum Beispiel sind das 726 Gramm. Eine schöne schiefe Zahl, sage ich mal. Normal sind das immer so 720, 725. Ja? Und wichtig hierbei ist zum Beispiel das Kompressoröl. Leute, Kompressoröl ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, weil das Öl ist halt so wie Motoröl nur mal wichtig, um den Kompressor zu schmieren. Jetzt habt ihr eventuell das falsche Öl drin. Man muss dazu sagen, dass bei diesen beiden Klimaanlagen könnt ihr nicht viel falsch machen. Die meisten Klimaanlagen haben, wie gesagt, dieses ganz normale PAG-Öl. Ja, und dieses PAG-Öl ist das ganz, ganz gängige Öl. Es gibt da auch schon mal leichte Viskositätsänderungen. Ja, wie man hier zum Beispiel sieht, ist das hier diese SAE. Das ist wie beim Motoröl die Freigabe, welches Öl jetzt zum Beispiel in dieses Auto mit diesem Typenschild hier rein darf. Ihr seht aber auch zum Beispiel, dass das 1, 2, 3, 4 hier in dem Fall genau dieselbe SAE-Kennung hat. Ja, deshalb in den meisten Klimaanlagen ist das PAG, ich sag mal, 46 oder 100 oder sowas verbaut. Meistens das 46er. Ja, deshalb, ihr müsst euch nicht fünf Kompressoröle hinlegen. Aber eine Sache gibt es zu beachten. Das ist zwar vielleicht noch nicht so wichtig für den heutigen Stand, aber die Zeit wird kommen und irgendwann werden wir Elektroautos haben. Und da braucht ihr ein sogenanntes PoE-Öl. Ja, ich hatte hier sogar mal was gefunden. Das nennt sich, Zungenbrecher, sage ich euch, Polyesteröl. Oder das PAG. Das PAG kommt nicht irgendwie von Aktiengesellschaft oder sowas, ja, sondern von Polyalkylenglykolöl. Das ist ein Zungenbrecher, sage ich dir doch, ja. Oder halt PoE. Dieses PoE-Öl braucht ihr bei Elektrofahrzeugen. Elektrofahrzeuge sind ja nicht, die Kompressoren sind nicht mechanisch angetrieben, sondern elektrisch angetrieben. Und das Öl selber darf nicht leiten. Grob geschätzt jetzt mal. Einfach mal ganz grob gesagt, ist es so, dass diese Öle selber nochmal abgeschirmt sein müssen, aus Sicherheitsgründen. Ja, weil, wie gesagt, wenn ihr eine 1, 2, 3, 4 Anlage habt und zu viel Hitze entsteht, ist das nicht gut fürs Kältegas. Wobei jedes Gas irgendwann eine eigene Entzündungstemperatur hat. Ja. So, wir haben die Technik. Habt ihr sonst irgendwelche Fragen hierzu? Ja, ich rede und rede und rede. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, ne, dann sagt mir das ruhig. Und sonst würde ich nämlich jetzt wieder Poop. Ja, hier auf mein zweites Video gehen. Das ist etwas besser erklärt, muss ich sagen, ja, von der Handhabung. Wie gesagt, die Anleitung, ich habe sie auch selber noch mal recherchiert. Die Anleitung selbst an sich ist wirklich laut dem Hersteller. Also es hat sich derjenige hier nicht selbst ausgedacht, sondern die ist laut dem Hersteller. Ja. Was erwartet dich in diesem Video? Wird auch deine Klimaanlage nicht kalt? Am Ende des Videos wirst du wissen, wie du in wenigen Minuten und kostengünstig die häufigste Ursache einer defekten Klimaanlage selbst beheben kannst. Unter Vorbehalt, Leute. Wie gesagt, ich persönlich halte da nichts von. Ja. Es geht nichts über eine vernünftige Klimaanlage, weil die Einheiten, die hier gehandhabt werden, die Handhabung des eigentlichen Gases selber, das sind viel zu viele Fehler. Zeige ich anhand dieses Videos, gehen wir mal gemeinsam darauf ein, was da schiefgelaufen ist. Hallo und herzlich willkommen hier bei Praxistipps. Finde ich auch schon cool. Habt ihr das gesehen? Moment. So. Hallo. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit, wartet mal hier, ich mache mich mal kurz weg, da. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angebotenen Informationen für etwaige Schäden jeglicher Art und für externe Inhalte, auf die mittels Hyperlink-Verlinkungen
verwiesen wird, übernehmen wir keine Haftung. Ja, seht ihr? Da hat vielleicht auch schon jemand gesagt, oh, hör mal, ich möchte dafür keine Verantwortung übernehmen. Das ist das, was ich meine. Weil wenn ich eine Klimaanlagenwartung mache, dann übernehme ich auch dafür die Verantwortung, weil ich alle Komponenten verwendet habe, die auch die Hersteller verwenden. Also weiß ich, wenn ich eine Klimaanlagenwartung mache mit der richtigen Menge, mit dem richtigen Kältegas, dann weiß ich, dass das funktioniert. Und das da, ja, ist Tricksen, das ist, das sind einfach so viele Fehler drin, Leute. Wir gucken uns das einfach an. Oh, und herzlich willkommen hier bei Praxistipps. Als erstes starten wir den Motor. Danach stellen wir alle manuellen Lüftungsregler auf offen. Wir stellen das Gebläse auf ganz stark und die Temperatur auf ganz kalt. Und jetzt öffnen wir noch die Motorhaube. Irgendwo in eurem Motorraum findet ihr diese beiden Anschlussstellen. Diese beiden Anschlussstellen, sprich der Hochdruck- und der Niederdruckanschluss, ja, können wirklich, so wie er es gesagt hat, ja, überall sein. Die können irgendwo versteckt unter einer Verkleidung sein, irgendwo in der Ecke, was weiß ich was. Hier sind die ja wirklich königlich verbaut, ja. Schön hier oben, das ist ja, die siehst du ja schon drei Bühnen weiter, die Anschlüsse. Ja, wirklich sehr gut. Schreibst du, in was für einem Intervall würdest du den Trockner bzw. Kondensator wechseln? Ja, hi, der Kfz-Fuzzi ist hier. Freut mich, dass du dabei bist. Ja, den Kondensator an sich, ja, würde ich nur dann wechseln, wenn er einen Schaden hat. Jetzt ist natürlich das Problem bei dem Trockner. Es gibt mittlerweile viele Fahrzeuge, die haben den Trockner nicht mehr separat verbaut, sondern mit im Kondensator. Ich weiß, dass das mitunter ein Problem ist. Manche Fahrzeuge haben das sogar so, dass die sich separat überhaupt nicht tauschen lassen. Leute, ich glaube, da müsst ihr den ganzen Kondensator tauschen, weil es diese Filtertrocknerpatrone nicht einzeln gibt. Und das Ding kostet wirklich Asche. Ja, in den meisten Fällen lässt sich der Trockner separat tauschen. Ich empfehle normalerweise so einen Trockner, ja, ich sag mal, spätestens nach der zweiten oder dritten Klimaanwartung schon mitzutauschen. Aber ich kenne auch Klimaanlagen, die haben den Trockner schon seit 10 Jahren da drin. Ja, haben schon, was weiß ich, wie viel Klimaanlagenwartung hinter sich gebracht. Ja, und da ist gar nichts passiert. Also einen festen Intervall würde ich dafür, ehrlich gesagt, nicht sagen. Ich finde, das passt schon so. Ja, das passt auf jeden Fall. Die eine ist die Hochdruck. Viel wichtiger ist der Wechselintervall an sich bei einer Klimaanlagenwartung. Die Klimaanlagenwartung an sich würde ich sowieso bei Neufahrzeugen das erste Mal so gesehen nach 3 Jahren empfehlen und dann im Wechsel alle 2 Jahre. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Klimaanlagenwartung ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ja, auch beim Ford Fiesta. Die Klimaanlagen sind alle gleich. Es ist völlig egal, ob das eine Mercedes-Klimaanlage ist, ob es eine Opel, eine Ford oder eine Asiaten-Klimaanlage. Die Funktion einer Klimaanlage ist immer gleich und auch so mit die Wechselintervalle. Die ein oder andere Klimaanlage verbraucht schon mal etwas mehr oder etwas weniger. Ihr werdet das schnell merken, wenn ihr Klimaanlagen habt, die sehr viel Kältemängel haben, ja? Und wenn die einmal ihre Hälfte verloren haben, dann funktioniert da schon überhaupt gar nichts mehr, Leute. Mach weiter da jetzt. Die andere, die Tiefdruckanschlussstelle. Das ist für euch aber nicht wichtig, da der Adapter... Ich frage mich, warum die die mal Tiefdruck nennen. Das heißt Niederdruck, nicht Tiefdruck. Niederdruck. Tiefdruck ist das Gebiet, was wir jetzt gerade über uns haben, oder? Bei mir sickt es hier aus 1000 Eimern, Leute. Das ist ein Niederdruckgebiet, oder? Doch, ja. Nur auf die Tiefdruckanschlussstelle passt, da diese beiden unterschiedliche Durchmesser haben. Hier siehst du den passenden Adapter und die Druckanzeige. Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Ich guck mal eben ganz kurz, ich achte gerade auf ein kleines Detail, ob die da jetzt gleich sogar drauf eingehen, weil das ist zum Beispiel bei einer Klimaanlagenbefüllung oder Wartung einfach nur hirnrissig und ehrlich gesagt sogar grob fahrlässig.
Warum, sage ich euch gleich und vor allen Dingen auch, was ich meine. Wir schrauben das Ventil zu. Hier siehst du die Spitze, die später die Dose aufsticht. Wir entfernen die Schutzkappe. Das ist der Adapter für das Tiefdruckventil und diesen bringen wir jetzt an. Nun können wir den Druck, der sich im System befindet, von der Anzeige ablesen. Mhm. Und hier noch einmal von einer anderen. So. Systemdruck ist immer ganz, ganz wichtig, ja, gerade für die Diagnose, Leute. Ja, ihr müsst immer wissen, wie viel Druck war vor eurer Wartung da drin, damit ihr entscheiden könnt, kann ich jetzt befüllen, ist da überhaupt was kaputt oder ist das einfach nur wie ein stinknormaler Ölwechsel. Ja, ihr macht ja auch keinen Ölwechsel, wenn nichts drin ist. Ja, dann fragt ihr euch, wo ist das Öl überhaupt erstmal hin, oder? Eine Ansicht. Zeigt die Druckanzeige über 50 PSI, ist genügend Gas vorhanden und die Klimaanlage hat ein anderes Problem. Ich sag mal, zum Teil richtig die Aussage, ja, aber Leute, lasst euch immer auf jeden Fall noch gesagt sein, ja, bei einer Klimaanlage, der Druck ist nur nebensächlich. Auch dennoch, auch wenn da 4 Bar drauf sind, oder in dem Fall, was weiß ich was, was sind jetzt gerade 4 Bar, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, ja, wie viel PSI das sind, ne? Bei 4 Bar Druck, Systemdruck, heißt es noch lange nicht, dass die Klimaanlage voll ist, ja. Auch selbst 3 Bar, 4 Bar können auch nur 100 Gramm sein, weil die Einheit ist Gramm. Ganz wichtig. Immer nur Gramm. Niemals Druck und schon gar nicht PSI. Bitte suche hier unbedingt eine Fachwerkstätte auf. Jemand hatte das erwähnt. Wenn der Druck so circa bei 25 PSI ist, wie bei mir, also am unteren grünen Rand, dann kannst du mit der Gasbefüllung beginnen. Oh, wobei, ich sehe gerade auf der Anzeige schon KPA. Wenn der Druck bei 0 ist, hast du höchstwahrscheinlich ein undichtes System und du musst vor der Gasbefüllung das Klimasystem erst wieder dicht bringen. Wie das funktioniert, zeige ich dir in einem anderen Video. Nicht wegschalten. Abonniere gerne meinen Kanal, dann wirst du immer darüber informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Mhm. So, jetzt gesagt, so. Ich weiß nicht, ob er da jetzt schon drauf eingegangen ist oder später noch drauf eingehen wird. Achtet mal darauf, der Motor läuft. Eine Klimaanlagenwartung bei laufendem Motor, falsch. Die Klimaanlagenwartung findet bei ausgeschaltetem Motor statt. Weil es gibt eine einzige wichtige Sache, ja, die dabei passieren kann, wenn die Klimaanlage befüllt wird. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist die Klimaanlage gerade nahezu leer oder sagen wir, es ist zu wenig drin. Sie schaltet nicht ein. Ich gebe dann jetzt gleich Druck drauf mit dieser kleinen Füllflasche und in dem Moment, wo der Druck auf einmal genug ist, dass die Klimaanlage einschaltet, schaltet sie schlagartig mit dem Motorlauf ein, aber eins dürfen wir nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt ist immer noch viel zu wenig an Kältemittel in dieser Klimaanlage und sie kriegt schlagartig ein, entschuldige, wenn ich das sage, voll in die Fresse. Und das ist das, was so übelst falsch ist an dieser Handhabung. Der Motor darf bei einer Wartung nicht laufen. Wenn ich jetzt gerade befülle, ihr müsst euch so vorstellen, ihr kippt das Öl nach einem Ölwechsel, ja, in den Motor, aber den startet ihr schon. Ja, der soll doch nur mit der richtigen Menge laufen, damit nichts kaputt geht. Und nicht so, ja, starte schon mal, ich kipp mal die 4 Liter rein und fang gerade erst an. Kein Mensch wird das, ja. So versteht das jeder. Aber so nicht. Also Leute, das ist auf jeden Fall falsch. Nicht nachmachen. Jetzt starten wir auch schon mit der Gasbefüllung. Wir entfernen den Adapter vom Tiefdruckventil und öffnen das andere Ventil, das wir gleich an die Dose anschrauben. Wir schrauben die Dose mit dem Gas an. Nun schrauben wir das Ventil zu, sodass sich die Spitze in den Verschluss der Dose hineindrückt. Hier ist es wichtig, dass wir das so schnell wie möglich machen, da hier kurz
das Gas ausströmt. Das hat aber den Vorteil, dass die Luft aus dem Schlauch heraus ist und sich der Schlauch mit Gas gefüllt hat. Jetzt stecken wir den Adapter wieder an. Wohlgemerkt, der Motor läuft die ganze Zeit dabei, Leute. Die ganze Zeit läuft der Motor dabei. Und nun stellen wir die Dose auf den Kopf. Das hat jetzt für das Kältegas keine großartige Bewandtnis, dass die Flasche jetzt auf dem Kopf ist. Das Kältegas ist immer noch dasselbe. Das hat einfach nur was mit der Bauart der Flasche zu tun. Ob da in der Mitte jetzt ein Rohr drin ist oder nicht. Man nennt das Tauchrohr oder ohne Tauchrohr. Das ist der einzige Grund. Aber das ist unwichtig. Jetzt öffnen wir das Ventil und du siehst an der Anzeige, dass das Gas in das Klimasystem hineinströmt. Ich mache das immer langsam und Stück für Stück. Das heißt, immer wieder zuschrauben und den Druck kontrollieren. Bei laufendem Motor und nur Druck als Maßeinheit, das ist so falsch, Leute. Das ist so falsch, ist das. Vor dem Abschrauben der Dose schließen wir das Ventil wieder. Jetzt siehst du, dass ich wieder einen Druck von ca. 35 bis 40 PSI im System habe. Wir entfernen wieder den Adapter und schrauben die Schutzhülle auf. Jetzt kontrollieren wir, ob die Klimaanlage wieder einwandfrei funktioniert. Wenn ich dir mit diesem Video weitergeholfen habe, würde ich mich über ein nettes Kommentar oder ein Gefällt mir freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin aber nicht so. Oder? Na komm, ein Abo. Ach komm, ein Abo. Kriegst du auch von mir. Kriegst du auch von mir. Hat er verdient, komm. Video war okay. Nichtsdestotrotz, wichtig ist, Leute, dieses Zeug hat jetzt von der Handhabung, sind uns ein paar Sachen aufgefallen. Einmal, bei laufendem Motor, vollkommener Blödsinn. Wie gesagt, vergesst meinen Vergleich mit dem Ölwechsel nicht. Ja, wie gesagt, ihr habt das Öl abgelassen, wollt das Öl einkippen, aber startet schon mal den Motor. Totaler Blödsinn. Ja, bis dass der Motor ordnungsgemäß geschmiert wird, ja, ist da mindestens, ich sag mal, die Hälfte vom Einkippen ist zu wenig Öl drin. Und genauso ist es auch mit der Klimaanlage. Die schaltet irgendwann automatisch ein und dann habt ihr das Problem, dass die Klimaanlage erstmal mit zu wenig läuft. Ja, und vor allen Dingen, ganz, ganz, ganz wichtig, ist die Einheit. Die Einheiten haben wir ja gesehen anhand des Typenschildes. Ja, anhand eines Typenschilds ist ja auch die Einheit Gramm. Ja. Wo haben wir denn hier Gramm abgelesen? Ich habe kein einziges Mal Gramm gesehen. Ich habe nur Druck gesehen. Ja? Und selbst 100 Gramm bei ausreichender Temperatur, ja, ganz normaler Zimmertemperatur oder Umgebungstemperatur, sagen wir mal, kann immer noch 4 Bar, 3 Bar sein. Und dann hat er seine PSI auch. Ja? Aber diese Flasche selber, ja, was ich später auch erfahren habe, ist, das ist kein richtiges R134a, sondern das ist nur ein Ersatzgas. Und da werde ich zum Beispiel auch schon so ein bisschen stutzig, ja, weil ich kann doch nicht irgendein Gas da reinhauen. Ja, auch wenn viele Leute sagen, ach, das Gas ist vergleichbar, das Gas ist sogar noch viel besser, aber es ist ja auch umweltfreundlicher. Ja, mag sein. Ja, aber es geht mir aber auch um die Langlebigkeit einer Klimaanlage. Wenn ich eine Klimaanlage befüllt habe, egal bei welchem Kunden, und die funktioniert nach einem Jahr auf einmal nicht mehr, ja, weil das Kältegas der Verursacher dafür war, was denkt ihr, wer die Rechnung bezahlt? Hm? Was denkt ihr denn? Hm, Chat, was denkt ihr? Wer bezahlt die Rechnung? Hm?
ich denke mal, das ist so, egal wer die Party veranstaltet, die Rechnung liegt bei der Werkstatt, aber auch hundertprozentig. Und wenn man euch sogar noch nachweisen kann, dass ihr nicht das richtige Kältemittel in der richtigen Menge eingefüllt habt, ja, dann bezahlt ihr alles. Da bezahlt ihr nicht nur die Befüllung, da bezahlt ihr jeden Art von Schaden. Sei der Kompressor kaputt gegangen oder was auch immer, Leute, was auch immer. Ja, und das ist, wie gesagt, meines Erachtens nicht richtig. Ja, weil diese Kältegeschichte mit diesem Easy-Klima, das ist was für jemanden, der es ausprobieren möchte. Ja, aber es hat nichts mit einer vernünftigen Instandsetzung zu tun. Und ich persönlich würde euch da auf jeden Fall von abraten. Dieses Kältegas selber ist, wenn es so gut wäre, dann würde es doch wohl jeder Hersteller von Serie aus verbauen, oder? Nein, machen sie aber nicht. Ja, und deshalb würde ich da eher von abraten. Ist, wie gesagt, meine Meinung und ich sehe das praktisch in der Werkstatt als Schrauber. Das kann nicht funktionieren. Nein, Leute, wirklich nicht. Halte ich für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass das funktionieren kann. Ja, und ich persönlich würde da auf jeden Fall von abraten, Leute. Ja, wie gesagt, weil eure funktionierenden Klimaanlagen sind mir wichtiger als irgendein Gas oder was weiß ich was, irgendein Tipp hier im Internet. Ja, und natürlich auch die funktionierenden Klimaanlagen all meiner Kunden. Ja, das halte ich für ganz, 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 ganz wichtig. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr, das auch nicht mehr. So viele Fenster aufgehabt, ja, total verwirrt, sag ich dir, du, total verwirrt. So. Habt ihr vielleicht noch ein paar Fragen zu dem Thema? Bombardiert mich mit Fragen. Bombardiert mich ruhig mit Fragen. Wie gesagt, zu diesem Thema kann man noch unendlich lang sprechen, ja, was da eventuell in Sachen Diagnose zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist. Wie sich die Drücke verhalten bei veränderter Temperatur, wie sich die Drücke verhalten, wenn zum Beispiel ein Kondensator, ja, der, also das Bauteil, was sich hinter der Stoßstange befindet, was aussieht wie ein Kühler, hat auch das, die eigentliche Aufgabe, das zu kühlen. Ja. Also kann man das auch sagen, das ist der Klimaanlagenkühler. Ja. Heißt nun mal Kondensator. Und dieser Kondensator, ne, wenn da zum Beispiel schon mal ein paar Rippen fehlen, ja, das macht sich sofort am Druck bemerkbar, Leute. Wenn ihr zum Beispiel einen normalen Systemdruck habt, dann habt ihr vielleicht so bei einer schönen, frisch gewarteten Klimaanlage 12 Bar, ich sag mal 12 Bar. Natürlich immer abhängig davon, wie die Umgebungstemperatur ist. Ja, diese 12 Bar sind bei einer funktionsfähigen, vollkommen intakten Klimaanlage. Habt ihr nur einzelne Rippen, einen Teil davon, prozentual auf der gesamten Fläche gesehen, ja, 10-20%, dann erhöht sich aber auch der Druck locker mal um dieses Stück, was defekt ist. Das merkt ihr sofort. Dann habt ihr keinen normalen Druck mehr von 12 Bar, sondern schon direkt von 15 Bar, von 16 Bar und noch mehr, ja, zum Teil. Irgendwann ist natürlich auch mal Ende offen, ja, und dann ist die Klimaanlage offen, weil irgendeine Leitung weggeplatzt ist. Ja, und vor allem Ding, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ne, ich gehe mal eben kurz nochmal hier auf unsere Sache ein. Guckt mal hier, Leute, was ich nämlich jetzt meine. So, hier. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich wollte euch nur eben kurz eine Kleinigkeit zeigen. Hier, unsere Anzeige. Ich mache mich mal eben kurz weg. Ja, toll. Das geht gerade nicht hier. Warte. So, ja, wenigstens halbwegs. Hier unsere Anzeige, die Hochdruck, ach, geht doch, diese Hochdruckanzeige, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine nicht intakte Klimaanlage habt und die hat hier die rote Anzeige, das ist die Hochdruckanzeige, diese Hochdruckanzeige, ja, und ich habe auch schon Klimaanlagen gehabt, die waren so abgerockt, ja, die haben dann entweder zu viel Klimagas drin gehabt oder waren wirklich Kondensator halb weg. Ja, dann wurde die nicht mehr ordentlich gekühlt, also automatisch wurde der Druck etwas höher, locker mal 20, über 20 Bar. Jetzt guckt aber mal, bei wie viel Grad Celsius wir hier dabei schon sind. Die Leitung, ja, so,
die Leitung, ja, die hat mal eben kurz eine Temperatur von 70, 75 Grad. Ja, das kann kein Kompressor auf Dauer aushalten. Ja, Dichtungen, der Kompressor an sich, der stirbt irgendwann den Hitzetod. Ja, und deshalb ist eine Klimawartung in der gesamten Art und Weise ganz, 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 ganz wichtig. Wirklich ganz wichtig. Leberka schreibt, was würdest du alles erneuern, wenn der Kompressor gefressen hat? Hab ihn zerlegt und das, was alles voll mit Spänen und feinem Aluminiumstaub. Da zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, Leberkas, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil sonst bist du nämlich dabei, die Klimaanlage 5-mal zu erneuern. Und die meisten gehen hin. Ich sage jetzt mal, das, was die meisten Werkstätten machen, ist, die erneuern den Klimakompressor, weil der halt defekt ist, machen eventuell noch einen Kondensator mit neu, eventuell noch einen Filtertrockner, weil das Dinge sind, wo man gut drankommt. Aber es gibt ein paar Bauteile, die ganz, ganz wichtig sind, wo deine Späne auch noch drin sein werden. Das ist zum Beispiel der Verdampfer im Armaturenbrett. Die Späne werden überall sein. Die werden nicht nur da sein, wo man eventuell drankommt. Und die Leitungen. Ganz wichtig dabei ist, ja, da steht sogar, wenn du einen neuen Kompressor hast, steht das sogar ganz dick und fett, meist in irgendeiner Gebrauchsanweisung, dass eine Klimaanlage, sobald der Klimakompressor gefressen hat, muss gespült werden. Ich persönlich würde einen Klimakompressor niemals verbauen, wenn ich dieses Schadensbild habe, hier ist wie gesagt wie bei dir, ohne die Klimaanlage zu spülen. Eine Klimaanlagenspülung kostet einmal A sowieso extra Geld und B sehr viel mehr Zeit. Ja, es muss natürlich auch dann das passende Equipment dabei sein. Ja, zum Beispiel, ich arbeite seit Jahren mit Vaeco-Geräten und das sind noch zig andere Teile, die man noch braucht als Zubehörteil, um diese Klimaanlage zu spülen. Da sind verschiedene Adapter zum Anschließen dabei. Da ist ein großer Behälter ist noch dabei. Und Kältegas brauchst du unheimlich viel. Weil das Kältegas selber wird im Normalfall mit der dreifachen Menge, der eigentlichen Füllmenge, nur gespült. Und danach muss das Kältegas noch befüllt werden. Das Kältegas ist natürlich dann nicht weg, das ist ja wieder im Gerät. Aber das muss halt auch immer wieder erst gefiltert werden. Deshalb steht das nicht sofort zur Verfügung. Ja? Deshalb da ganz, ganz, ganz wichtig, verbau den neuen Kompressor nicht, wenn die Klimaanlage nicht gespült worden ist. Ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Sonst machst du den Kompressor in 3 Monaten, 6 Monaten, einem Jahr spätestens machst du den nochmal neu. Und wie lange ist die Garantie, Leute? 2 Jahre. Also, geht der Kompressor nach einem Jahr kaputt, weil ihr nicht gespült habt? Wer bezahlt die Rechnung? Derjenige, der es verbaut hat. Und wenn ihr es selber gemacht habt, steht ihr wieder auf dem Schlauch. Ja, wobei man sagen muss, die meisten, die es vielleicht selber machen, als Privatperson, haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit, die zu spülen oder eine Klimaanlage überhaupt zu befüllen. Es sei denn, ihr greift wieder auf das Zeugs Leckstop und Easy-Klima zurück. Aber ich hoffe, ihr habt es begriffen. Das sollten wir nicht machen, okay? Ja, wie gesagt, ganz wichtig, Junge, spül deine Klimaanlage. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Sonst wirst du nicht lange was von dem Kompressor haben. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Nach den Stream, der ist ja wenn dann gleich vorbei. Solltest du aber noch Fragen dazu haben hier, ne, lieber Kars, dann kannst du auch gerne noch in die Kommentare schreiben. Ich kriege ja dann sowieso die Push-Nachricht. Ja, wie gesagt, ich beantworte dir trotzdem noch Fragen, wenn du die haben solltest. Das ist gar kein Problem. Selbst wenn es da um eine Diagnose oder ähnliches geht oder halt in dem Fall auch die eigentliche Instandsetzung. Weil zum Beispiel, was ich eigentlich schon fast
ich sag mal, zu 100% sagen kann, ist das, ne? Der Klimakompressor wird wahrscheinlich aufgrund von mangelnder Wartung, wird der gefressen haben. Das ist fast immer so. Weil ihr müsst euch vorstellen, bei der Klimaanlage habt ihr zwei wichtige Komponenten. In den meisten Fällen sind drei Komponenten drin. Auf die letzte gehen wir gleich genauer ein. Die erste Komponente ist ganz klar das Kältegas. Die zweite Komponente ist das Kompressoröl. Und eins kann ohne das andere nicht funktionieren. Es gibt ein wichtiges Bauteil, was in einer Klimaanlage nicht verbaut ist. Ja? Und es gibt auch keinen wirklichen Ersatz dafür, auch wenn manche das sagen, dass das so ist, aber es gibt keinen richtigen Ersatz dafür und das ist die Ölpumpe. In der Klimaanlage ist keine Ölpumpe drin. Das Öl wird nur transportiert durch das Kältemittel und das Öl kann auch nur gut transportiert werden und überall zirkulieren, ja, in der Klimaanlage, wenn genug Kältemittel da ist. Das Kältemittel an sich ist auch automatisch der Transporteur vom Klimaöl. Diese beiden Komponenten sind die wichtigsten Komponenten, die in der Klimaanlage zu ausreichender Menge vorhanden sein müssen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ganz, ganz wichtig. Auch zu viel, die Klimaanlage spielt total verrückt. Wenn ihr zum Beispiel euch bei der Menge vertan habt und habt vielleicht mal 100 Gramm zu viel da reingemacht, ja, das werdet ihr schon merken. Die Drücke gehen ins Himmelreich. Die gehen 10 Bar, 15 Bar zu viel, bis die Klimaanlage aus Sicherheitsgründen irgendwann abschaltet. Das werdet ihr auf jeden Fall merken. Ja, also nicht überfüllen und vor allen Dingen auch nicht unterfüllen. Und die dritte Komponente ist, ich sag mal, eine Option. Viele machen das nicht, weil das wäre nämlich jetzt das UV-Mittel, das Kontrastmittel. Ja, das dient nur rein der Diagnose. R134a ist geruchsneutral und farbneutral und wenn es an die freie Luft gelangt, verpufft es. Ja, R134a ist nur unter hohem Druck flüssig, ja, und das ist so wie Butangas zum Beispiel in euren Feuerzeugen. Ja, das ist ja auch nur so lange flüssig, wie es unter Druck steht, kommt es an die freie Luft, ja, wird sofort gasförmig. Leberkass schreibt wieder, denk auch, wird wohl das Beste sein, Trockner und Kondensator. Habe ich erneuert, habe bis jetzt nur immer nachfüllen lassen. Eine Klimaanlagenwartung ist nicht nur das eigentliche Nachfüllen, weil ein Teil der Komponenten oder in dem Fall sogar das Kältegas wird trotzdem komplett abgelassen und darüber hinaus gibt es sogar noch bei einer guten Klimaanlagenwartung, wenn man sie nicht weggedrückt hat, ja, eine sogenannte Evakuierungszeit. Diese Evakuierungszeit bei dem Klimagerät setzt die Klimaanlage im Normalfall für eine halbe Stunde unter Unterdruck, ja, und somit wird Feuchtigkeit in der Klimaanlage mit dem Unterdruck auf eine Siedetemperatur herabgesetzt, ja, wo Zimmertemperatur ausreicht, damit sie gasförmig wird und der Rest wird dann herausgezogen. Dabei wird aber dennoch auch einen großen Teil des Kompressoröls, ich sage ein großer Teil, alles kann nicht rauskommen. Ja, ein großer Teil vom Kompressoröl wird auch abgelassen und wird dann dementsprechend immer wieder ein wenig ergänzt von der Menge, die ich abgesaugt habe. Ja, wie gesagt, aber nichtsdestotrotz, du musst alle Bauteile erneuern. Den Filtertrockner, den Kondensator würde ich dir empfehlen, weil da kommt man immer gut dran. Ja, dann sparst du dir dieses unnötige Spülen von Komponenten, die sowieso in kürzester Zeit getauscht werden würden und die Komponenten sind vielleicht auch gar nicht mal so teuer. Das alles tritt ja nur dazu bei, die Klimaanlage länger am Leben zu halten, weil sie ist ja schon einmal kaputt gegangen. Warum soll ich das Risiko eingehen, dass die Klimaanlage eventuell in Kürze nochmal kaputt geht? Deshalb Klimaanlagen, die sich leicht tauschen lassen, ja, und die Komponenten, die sich sehr schwer tauschen lassen. Wie gesagt, ein Verdampfer, ihr baut nicht mal eben das Armaturenbrett aus. Und es gibt Autos, da ist das so. Ja, sonst kommt ihr nicht an den Verdampfer dran. Den spült man im Normalfall.
Ach, das ist natürlich der absolute Totaltod, ne? Also wie gesagt, ein Kompressor, der gefressen hat, da machst du ja nichts, ne? Kann kaum schlimmer werden. Wobei, ich habe auch schon einen Kompressor gesehen, da waren dicke Löcher drin. Habe ich auch schon gesehen. Aber wie gesagt, die Schlussfolgerung läuft immer auf eins hinaus, ne? Da ist meist wirklich zu 99% mangelnde Wartung, zu wenig Kompressoröl bzw. zu wenig Kältemittel und dadurch wird weniger geschmiert und die Temperaturen steigen. Die Kompressoren werden so heiß, dass die einfach Kolbenfresser bekommen. Ja, wie gesagt, das alle schon gesehen. Dicke, fette Löcher in Kompressoren und abgerissene Kupplungen, die dann mehrmals getauscht worden sind, wo man sich gefragt hat, ja, aber warum reißt denn immer die Magnetkupplung vorne ab? Ja, da gibt es so eine Abreißachse, gibt es da. Die kann man aber im meisten Fall auch wieder erneuern. Ja, die ist dafür da, damit der Motor nicht angehalten wird, weil der Klimakompressor irgendwann mal fest ist. Ja, sonst würde nämlich über den Kalrippenriemen der Motor ausgehen. Ja, und ich glaube, das Weiterfahren ist wichtiger, als wenn der Klimakompressor den Motor festhält. Ja, und die Leute wundern sich, warum die Klimaanlage immer abreißt. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn ihr soweit keine Fragen mehr habt, wie gesagt, im Nachhinein könnt ihr mir immer gerne noch in die Kommentare schreiben. Ja, wie gesagt, ich helfe euch da gerne bei diesem Thema weiter, weil das auch ein sehr, sehr kompliziertes Thema mitunter ist. Und wie gesagt, sollte euch der Stream hier gefallen haben oder auch das ein oder andere Video von mir, lasst mir gerne für das jeweilige Video einen Daumen oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich auch kostenloses Abo. Ja, wie gesagt, ich mache das mit dem Stream hier sehr, sehr gerne und auch regelmäßig. Und in dem Sinne, ich hoffe, ihr könnt mich noch anständig sehen hier. Ich habe hier gerade, ja, das sehe ich auch gerade. Das ist witzig. Ich habe hier gerade so einen schönen Filmbug hier. Ich glaube, in dem Sinne, ja, das ist ja hier, sieht gut aus, oder? Hier so, da. Würde ich sagen, ich bin weg. Ich kann mir eben kurz wechseln, vielleicht sieht man das dann wieder. Na, das ist wahrscheinlich die Kamera. Ja gut, ich bin aber weg. Habe hier gerade ein paar technische Komplikationen. Das heißt einfach nur, ich glaube, ich sollte aufhören. In dem Sinne, schönen Abend noch. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Stream, im nächsten Video. Was hast du noch geschrieben? Warte, so antworten wir noch eben kurz eine Frage, auch wenn das Bild jetzt gerade stört hier oder das Bild hier, das soll jetzt völlig egal sein. Verdampfer kombiniert mit Expansionsventil, den Kalrippenriemen hat es mir zerlegt. Kann gerne passieren, das ist leider so, ja. Wie gesagt, es ist eine Überbelastung für den Kalrippenriemen und dementsprechend geht er kaputt. So, Leute. In dem Sinne, ich bin dann weg. Wie ihr seht, ich habe hier ein paar technische Komplikationen hier. Super geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten. Wie gesagt, lieber Cars, solltest du noch Fragen haben, schreib mir einfach in die Kommentare oder nimm sonst irgendwie Kontakt mit dir auf. Gar kein Problem, ich helfe dir gerne. Ja, in dem Sinne, gute Nacht für alle. Bleib gesund. Bis demnächst. Ciao.